Naja, weil das immer wieder ein kleines bisschen Probleme gibt bei den Einheiten und wie geht man damit um, wie kürzt man und so weiter, haben wir heute eine Übung gemacht und jetzt zu der Übung, die nochmal vorbereitet, wiederholt, damit es ein bisschen sauberer wird. Gut, wir schauen uns mal Folgendes an und zwar, wenn wir sagen 4 Viertel, ja, 4 durch 4 ist 1, ne? Also wie man mit Brüchen umgeht, dazu schaut mal hier oben auf den Link. Der Link führt zum weitergehenden Video, da geht es nochmal um Brüche kürzen und so weiter und so fort. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Was wir machen ist eigentlich nur, wir teilen beide durch eine Zahl, durch die sie beide gehen, und zwar durch die höchstmögliche Zahl. Größter gemeinsamer Teiler, naja, nicht so wichtig. Dann ergibt sich hier, 4 durch 4 ist 1 und 4 durch 4 ist auch 1. Immer im Geiste sagen, 4 durch 4 ist 1. 4 durch 4 ist 1. Ne, ganz leise. Dann kann man sich das vorher sprechen und 1 durch 1 bleibt 1. Gut. 7. Die gehen, und die andere 7 gehen beide durch 7. 7 durch 7 ist 1. Durchstreichen, was nicht mehr gilt. Und 7 durch 7 ist auch 1. Immer oben und unten. Genauso 1000 durch 1000. Das brauchen wir jetzt gar nicht zu machen. Das wird auch 1 sein. Selbst der Buchstabe A, wenn Buchstabe A zum Beispiel 1000 wäre und hier unten, weil A wieder steht, auch 1000, dann bleibt das gleiche durch das gleiche 1. Also kann ich auch durch Buchstaben kürzen. A durch A ist 1, A durch A ist 1 und 1 durch 1 bleibt 1. Das geht auch mit M, so wie Meter zum Beispiel. Oder es das heißt einfach bloß M. Also M durch M ist 1, M durch M ist 1, also ergibt sich 1. Gut, Achtung, nicht 0 durch 0, ne? Durch 0 dividieren geht auch nicht. Ich habe hier auch ein Beispiel, da steht eine 0 mit drin, geht auch nicht. Gehe ich dann nicht mehr drauf ein. Gut, jetzt gucken wir uns mal 45 Achtzehntel an. Wenn ich das zum Beispiel aufspalten würde und sage 5 und die 2, die gehen nicht zu kürzen. Und die 5 und die 9 auch nicht und die 2 und die 9 auch nicht. Immer von oben nach unten. Es kann ruhig mal schräg sein, aber nie so. Aber hier 9 durch 9 ist 1 und hier ist es auch 1. Gut, dann bleibt übrig 5 Zweitel oder 5 Halbe. Gut, dürfte nicht schwer sein. Das gleiche geht auch über Kreuz, ne? Ich kann sagen, ah, die 8 und die 8 gehen beide durch 8. Die 7 gehen beide durch 7. Also ein Eintel bzw. 1. Gut, 16, das kann man auch schrittweise machen. 16 durch 4 gehen sie beide. 16 durch 4 ist 4. 4 durch 4 ist 1. 4 und 4 gehen beide durch 4, ist 1, ist 1. Okay. Also kommt hier auch 1 raus. Ich habe natürlich die Beispiele extra mal so gewählt. Ich könnte auch sagen, 8 und 2 gehen beide durch 2. Oder ich kann 8 und 16 beide durch 8 kürzen. Das geht schneller. Dann bleibt hier eine 2. Achtung, die 4 und die 2, da kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, 4. Und hier unten steht ja eigentlich auch 4. Immer durchstreichen und das neue hinschreiben. Aha, dann kann ich wieder kürzen. Also beim Kürzen von Brüchen, wie gesagt, schaut auf den Link, das dürfte dann nicht so kompliziert werden. Also hier mache ich gar nichts, ne? Hier genauso wenig. Hier fange ich gar nicht an, erst an, obwohl die 3 und die 3 vielleicht zu kürzen wären. Aber spätestens beim durch 0 ist es vorbei. Wenn wir das jetzt nochmal wiederholen, dann kann ich sagen, okay, wenn hier steht m durch m ist 1 durch 1, also ein Eintel bzw. 1. Achtung, wenn hier und hier oben zwei m's stehen, m mal m ist m Quadrat. Ne, zeige ich dann gleich nochmal. Dann kann ich hier nur einmal das m rauskürzen, denn danach ist vorbei. Nehmen wir das erste. M durch m ist 1, m durch m ist 1, was bleibt übrig? 1 mal m durch 1, also ein Meter bzw. nur m. Kann man auch schreiben. Das gleiche wäre hier, aber Achtung, hier rate ich nicht die 2 wegzustreichen, sondern das lieber so zu machen. Hier oben weiß ich, dass m mal m steht, also sage ich, beide gehen durch m ist 1, durch m ist nur noch m. Man kann ruhig einen Kringel drum machen, was übrig bleibt an Einheiten. Jetzt habe ich hier mal m hoch 3 mal m durch m hoch 2. Hier unten steht ja eigentlich m mal m und hier oben steht ja m mal m mal m. Wenn ich mir da nicht sicher bin, schreibe ich es einzeln hin, streiche das alte aber durch, damit ich damit nicht anfange rumzukürzen. Und jetzt kann ich es wie hier machen. Ich kann dieses und dieses m rauskürzen und dieses m auch. Und was bleibt übrig? Das hier, dieses m. Okay. Das geht auch mit Zentimetern. Und da ich hier weiß, hier oben steht Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter, hier unten das gleiche, kann ich doch sagen, das Gleiche durch das Gleiche, so wie 1000 durch 1000 oder A durch A oder sonst was, kann ich auf einen Schlag herauskürzen. Gut, was bleibt übrig? 1.
Wenn man mal ein bisschen praktischer, nehmen wir mal an, es steht Newtonmeter durch Newton, durch Meter, dann kann ich sagen, okay, diese Meter, die kann ich herauskürzen, was bleibt übrig? Das hier, Newton, die Einheit Newton. Hier, Kilogramm mal Kubikdezimeter geteilt durch Kubikdezimeter, kann ich wie hier auf einen Schlag die Kubikdezimeter herauskürzen. Was bleibt übrig? Kilogramm. Volt, Ampere, da kann ich die Amperes rauskürzen. Und was bleibt übrig? Volt. Am besten, ihr spult dann nochmal zu Anfang zum Üben an den Anfang dieses Teils hier, wo noch keine Lösungen stehen, und löst das nochmal selber. Schreibt es ab, drückt die Pause-Taste und legt los, und dann könnt ihr wieder an diese Stelle zurückkehren. Wie so mit Einheiten gerechnet wird und wie man die auch umwandeln kann, dazu werde ich hier noch einen Link anfügen. Das Video wartet ja hier, ist ja kein Problem. Gucken wir uns dieses Mal an. Jetzt habe ich hier Zahlen und Einheiten, was ja die Praxis ist. Hier weiß ich Dezimeter mal Dezimeter und hier steht Dezimeter. Also kann ich so wie hier abkürzen und kann sagen, durch Dezimeter ist 1, durch Dezimeter ist nur noch Dezimeter hoch 2. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schreibt diese einzeln die Dezimeter hier oben hin und kürzt dann einzeln raus und fasst dann wieder zusammen. Gut, was bleibt übrig? 3 Quadratdezimeter. Und das nächste. Oh, hier habe ich Dezimeter, Dezimeter, Dezimeter. Ich nehme mal die letzten beiden. Das geht schneller. Die kürze ich heraus. Und die Zahlen kann ich natürlich auch kürzen. 3 und die 10. 3 mal 10 ist 30. Also kann ich die komplett zu Einsen machen, denn hier unten kann ich durch 30 kürzen. Was bleibt jetzt übrig? 1 mal 1 mal 1 bleibt 1. 1 Dezimeter. Ich hoffe, ihr habt es dann auch richtig gehabt. Gut, gucken wir uns das nächste Beispiel an. Typisch RSU durch I umgestellt und so weiter. Und es steht dann 20 Volt Volt Ampere durch 4 Volt. Wie das funktioniert, werde ich nochmal einen Link anfügen, wie das mit Widerstandsberechnung funktioniert und so weiter. Hier kann ich die Volt rauskürzen. Okay. Und hier, das mache ich mal in Blau, die Zahlen kann ich auch kürzen. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 5. Was bleibt demzufolge übrig? 5 mal, aha, hier das Ampere ist noch. Also 5 A oder 5 Ampere. Das gleiche mache ich hier mit den, ich mache mal wieder mit Farbe gekürzt, mit den Metern, die kann ich herauskürzen. Und hier, jetzt wechsle ich mal nicht die Farbe, 200 durch 4 ist 50, also durch 8 ist es 25. Und hier durch 8 ist 1. Was bleibt übrig? 25, aha, Sekunden. Ich möchte ja auch eine Zeit T in Sekunden dann oder Stunden oder was auch immer angegeben haben. Wie man Einheiten umwandelt, solche Sachen, also auch Stunden, meinetwegen 25 Sekunden, wie viele Stunden wären das oder wie viele Minuten und so weiter, werde ich hier noch den Link mit anfügen. Typisches Beispiel aus der Physik, eine Fallhöhe oder sowas, g halbe, nehme ich mal nicht 9,81, sondern einfach mal rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Das Grüne ist also g und die 2 ist die 2. Wenn ich die Zahlen schon mal rauskürze, damit es mir danach leichter wird, schreibt lieber eine Zeile mehr. Habe ich hier bloß noch eine 5, hier eine 1, die 1 kann ich mir dann schenken. Achtung, mal t Quadrat, mal zum Beispiel 8 Sekunden, aber alles in Klammern setzen zum Quadrat. Denn da kommt jetzt raus, oh, was habe ich hier gemacht? 16, 64 natürlich. Hier muss eine 64 erscheinen. 64, 8 mal 8 ist 64. Sekunde mal Sekunde ist Sekunde zum Quadrat. Und jetzt kann ich die Sekunden zum Quadrat komplett, wie vorhin schon gezeigt, herauskürzen. Jetzt muss ich gucken, was übrig bleibt. 5 mal 64, das macht man halbschriftlich. Aber was bleibt an Einheiten übrig? Meter. Ne, S, die Strecke wird ja auch in Meter angegeben. Jetzt 5 mal 4 ist 20. 5 mal 6 ist 30 und die 2 sind 32, also 320 Meter. Gut. Ja, was ist, wenn so ein Kram unter der Wurzel steht? Dann muss ich mir darüber klar werden, zum Thema Wurzel und Co. Und also Potenzschreibweise und Wurzeln und so weiter, werde ich hier wahrscheinlich auch den Link noch anfügen. Hoffentlich passt er da noch rein. Wenn man das weiß, dann sagt man, okay, die Wurzeln kann ich einzeln ziehen. Ne? Also die Gesamtwurzel über alles ist genauso wie die einzelnen Wurzeln oben und unten. Und jetzt geht's los. Ich ziehe die Wurzel aus 16, das ist bloß noch 4. Und die Wurzel aus 25 ist 5. Die Wurzel aus Quadratmeter ist Meter. Und die Wurzel aus Quadratsekunde
bis Sekunde. Also habe ich 4/5, man würde sagen 0,8 Meter pro Sekunde. Zu solchen Sachen, wie gesagt, auch nochmal. So, jetzt noch ein kleines bisschen mehr, jetzt wird es nochmal ein bisschen spannender. Wenn ich die Hohlzylinderformel anwende, also die hier, und ich möchte nicht das Volumen berechnen, denn ich habe es zum Beispiel schon, so wie hier angegeben, dann passiert hier Folgendes. Wenn ihr die umgestellt habt, wie man das umstellt und so weiter, werde ich noch den Link anfügen, ne? Also wie man mit solchen großen Formeln umgeht oder ein bisschen größeren Formeln. Wenn wir das dann umgestellt haben und eingesetzt haben, also ganz stur, 4 mal die 25,12 Kubikdezimeter, und ich setze dann Pi, okay, 3,14 reicht für die Praxis, und ich setze dann Millimeter und Zentimeter ein, dann kriege ich ein Problem. Da muss ich also nochmal umschreiben, wenn ich das so eingesetzt habe. Und Achtung, 10 Zentimeter ist ein Dezimeter, demzufolge zum Quadrat sind es ein Quadratdezimeter. Wenn ich hier die Zahlen rausgekürzt habe, bleibt hier eine 8. Das müsste eigentlich klar sein. Und Kubikdezimeter durch Dezimeter ist bloß noch Quadratdezimeter. Und hier unten bleibt nur 1. Jetzt kann ich sagen, okay, 8 minus 1 ist 7 Quadratdezimeter. Und daraus die Wurzel entsprechend ergibt Dezimeter, beziehungsweise als Zahl Wurzel aus 7 sind 2,646 rund. Wenn ich das skizziere, habe ich also einen großen Durchmesser von diesen 2,646 Dezimetern und hier einen kleinen von einem Dezimeter. So, also wie hier oben gegeben. Tja, jetzt kommt es nochmal extrem. Das ist auch nicht schlimm. Leute, zum Schluss werde ich hier den Link zu der ersten kosmischen Geschwindigkeit anfügen, und da habe ich auch gezeigt, wie man mit diesen Einheiten umgeht. Das sieht brutal schlimm aus, ist aber nicht schlimm. Guckt dann einfach auf den Link, den ich zum Schluss anfüge, und da werdet ihr sehen, das ist ein ganz alter Trick. Man schreibt zum Schluss die Einheiten nach hinten, die Zahlen alle nach vorne und kürzt dann. Ich habe das nochmal hier extra da in diesem Video gezeigt, und dann kommt man auf eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, nämlich 7,8 Kilometer in der Sekunde. Das ist extrem schnell. Ich hoffe, dass ich jetzt hier in diesem Fall nochmal eine schöne Übung mit dargestellt habe und einiges erklären konnte, und hoffe, dass ihr jetzt mit den Einheiten leichter und easier umgeht. Ihr müsst aber, und das hatte ich zum Schluss auch gesagt, Leute, wenn man stur bleibt, das heißt wirklich einfach mal eine Zeile mehr schreibt, sauber schreibt, nicht ganz so geschmiert wie ich, und vor allem übersichtlich schreibt, dann kriegt man sogar solche Hammerformeln hin. Gut, mit besten Wünschen und bis morgen dann. Tschüss, tschüss.